Hallo, mein Name ist Lena Börrer, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere bei IBM Papst Wirtschaftsingenieurwesen. Mein Studium ist sehr international ausgerichtet, deshalb habe ich letztes Jahr ein Semester lang an der University of California studiert. Dieses Jahr habe ich ein Auslandspraktikum in unserer südkoreanischen Niederlassung gemacht. Insgesamt habe ich 2 Monate in Seoul gelebt. Es war natürlich eine komplett andere Welt in Korea. Ich habe da eine komplett neue Kultur kennengelernt und es war zu Anfangs natürlich eine riesen Herausforderung, mich da überhaupt erstmal zurechtzufinden. Aber ich hatte so nette Kollegen dort, die mir das wirklich einfach gemacht haben und ich mich dann dort richtig, richtig wohl gefühlt habe. In Korea durfte ich verschiedene Projekte begleiten und war auch bei Kundenbesuchen mit dabei. Und jetzt hier zurück in Deutschland bespreche ich die Daten, die ich dort gesammelt habe, mit meinen Kollegen. Ich bin jetzt im letzten Semester und schreibe als nächstes meine Bachelorarbeit. Mein Titel lautet Ventilator 4.0. Ich beschäftige mich also damit, welche Anforderungen die Industrie 4.0 an unsere Ventilatoren stellt. Das Thema fordert, dass ich mich sowohl mit technischen als auch mit wirtschaftlichen Aspekten auseinandersetze. Jederzeit unterstützt mich mein Betreuer, mit dem ich mich regelmäßig treffe, um den aktuellen Fortschritt zu besprechen. Nach meinem Abschluss bleibe ich bei IBM Papst und werde Projektingenieurin im weltweiten Vertrieb. Hast du auch Lust auf so ein abwechslungsreiches Studium? Dann überleg dir, wie viel IBM Papst steckt in dir.